Kameras laufen und Angelika. Ich habe mein Abi gemacht und war mir noch nicht ganz schlüssig, was will ich denn später mit meinem Leben anfangen. Und da habe ich mich dann dafür entschieden, einige freiwillige Praktikas zu machen und bin dementsprechend auch zur Bank gekommen. Ja, an meinem ersten Tag als Praktikantin wurde ich im Servicebereich eingearbeitet. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war sehr aufgeregt und überhaupt mal da reinschnuppern zu können. Man hat mir die Kollegen vorgestellt und ich durfte auch schon die ersten Kunden kennenlernen. Da wurde mir erst so richtig klar, wie wichtig mir der Kontakt zu anderen Menschen ist und wie wichtig es mir ist, den Leuten dann auch dabei zu helfen, deren Probleme auch zu lösen. Ich habe mich dann im Endeffekt für die Ausbildung zur Bankkauffrau entschieden, weil ich gemerkt habe, dass die Vorteile durch dieses Praktikum komplett gelöst worden sind und ich im Prinzip gesehen habe, wie interessant dieser Beruf an sich eigentlich ist und was er mit sich bringt. Ich war am Ende meines Praktikums und habe mit dem Ausbildungsleiter gesprochen und der hat mir ein Feedback darüber gegeben, wie ich mich in den 2 Wochen angestellt habe, was man für einen Eindruck von mir hatte und da ist mir aufgefallen, okay, diese Offenheit, die zeigt mir einfach, dass ich auch einfach Banker sein kann. Also ich würde anderen Schülern zum Praktikum raten, weil ich finde, wenn man praktische Erfahrungen sammelt, hat man es leichter, sich in die Berufswelt einzufinden. Man hat viel mehr Wege, man lernt viel mehr kennen und kann dann auch schlussendlich sagen, okay, welcher Beruf passt zu mir und welcher passt jetzt nicht zu mir.